Ganz spannend ist, dass der Autostromtarif der teuerste ist. Und ich bin das mal durchgegangen, wenn man den Infrarottarif nimmt, also für die eigentlich gedacht wahrscheinlich für Leute, die eine Infrarotheizung verwenden. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Autostrom zu Hause nutzen. Heute geht es speziell um Autostromtarife, die auf dem Energiewirtschaftsgesetz Paragraph 14a basieren. Das heißt also auf dem Vorhandensein einer Zähleinheit, die zeitlich unterbrechbar ist. Ganz wichtig, bitte zum Beginn dieses Videos. Wir kommen jetzt nicht drum rum, ein paar Anbieter zu nennen. Wir bekommen aber von keinem Anbieter Geld oder irgendwelche anderen Dinge. Das heißt, das ist in dem Fall keine Werbung, sondern wir stellen hier eine Auswahl dar und die soll einzig und allein der Veranschaulichung dienen. Nur damit das schon mal vorneweg klar ist. Ich fange mal an und zwar habe ich euch nochmal den Gesetzestext rausgesucht zum angesprochenen Thema und es kam schon auf das erste Video so ein paar Nachfragen und zwar ganz wichtig hier, also der Text ist eindeutig für Letztverbraucher, das sind also wir, sind reduzierte Netzentgelte zu berechnen, wenn also im Gegenzug, ihr könnt das hier mitlesen, netzdienliche Verbrauchseinrichtungen vorhanden sind, die über einen separaten Zählpunkt verfügen, das heißt, es ist der zweite Zähler. Und als solche steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gelten jetzt auch Elektromobile, sprich Elektroautos. Ihr könnt also eurem Netzbetreiber, wenn der irgendwie ein langes Gesicht macht und sagt, nee, also einen Wärmepumpenzähler, jetzt auch noch ein Elektroauto, sprich eine Wallbox anschließen, das kennen wir nicht, das machen wir nicht, dann haltet ihn einfach diesen Gesetzestext hin und beruft euch da drauf und dann sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe mal jetzt beispielhaft vier verschiedene Anbieter rausgesucht, die auf dieser Basis Autostromtarife anbieten. Ich fange mal an mit einem regionalen Anbieter hier aus Brandenburg. Das ist EQ Strom. EQ Strom, wenn man die Webseite von EQ Strom aufruft, ihr findet übrigens alle Links unten in der Videobeschreibung. Dann seht ihr hier bereits den Button für Autostrom. Der Autostromtarif von EQ richtet sich ein bisschen nach dem Bereich, wo ihr wohnt, sprich nach dem Netzbetreiberbereich. Ihr seht also für alle, die im Netzgebiet der EDIS wohnen, das ist Brandenburg-Land, die bekommen also, wenn sie so eine unterbrechbare Einrichtung haben, den Grundpreis für 3,60 € pro Monat und den Arbeitspreis für 21,56 Cent pro Kilowattstunde im Vergleich zum deutschlandweiten Durchschnittspreis von Hausstrom, der bei knapp über 30 Cent liegt, ist das schon eine ganz ordentliche Ersparnis. Solltet ihr im Netzbereich Berlin wohnen, bekommt ihr die Sache noch ein bisschen günstiger, nämlich für 3 € im Monat und für noch nicht mal 21 Cent pro Kilowattstunde. Wichtig ist auch zu wissen, wer den Hausstromtarif von EQ nutzt und den Besitz eines Elektroautos auch nachweisen kann, bekommt einen jährlichen Bonus in Höhe von 30 €. Der nächste Anbieter, den ich mal rausgesucht habe, ist Polarstern. Polarstern Energie bietet auch hier, das seht ihr hier, Elektromobilität, Autostrom für zu Hause an. Klickt das mal an und dann wird man hier auf die nächste Seite geleitet, soll hier nochmal klicken, wenn man zu Hause laden möchte und darf nochmal klicken, um zu den Stromtarifen für Elektroautos zu bekommen. Und jetzt ist es ein bisschen schade, dass man auf dieser Webseite von Polarstern leider keine Tarife genannt bekommt, beziehungsweise sie sich direkt ausrechnen lassen kann. Man muss also erst hier ein Kontaktformular ausfüllen, in dem so eine ganze Menge Daten abgefragt werden und bekommt dann, denke ich mal, ein individuelles Angebot. Was vielleicht noch ganz interessant ist, Polarstern spricht hier von einem Sticker, den man am Auto anbringen kann und man bekäme wohl bis zu 150 € als Dankeschön dafür. Ich nehme mal an, dass das ein Werbesticker für Polarstern ist. Die arbeiten auch mit dem Messstellenbetreiber Discovery zusammen. Und ja, also hier sind sicherlich auch Polarstern selber spricht von ungefähr 20% Einsparung im Vergleich zum klassischen Hausstrom. Also, wenn ihr da Interesse habt, entweder seid ihr wenig Fahrer oder viel Fahrer,
dann füllt einfach mal das Formular aus, lasst euch unverbindlich informieren. Die NVRM bietet auch Autostrom an, und zwar explizit auch bezogen auf einen zusätzlichen Zählerschrank. Und ich habe das mal schon mal so ein bisschen vorbereitet hier. Das heißt, ihr bekommt eine Wallbox und diesen Zählerschrank. Diese Wallbox ist für 11 kW Laden zu Hause vorbereitet. 22 kW geht auch. Der Zählerschrank ist schon entsprechend vorbereitet. Das Ganze gibt's ab rund 1000 Euro Aufpreis. Wer also noch keinen separaten Zähler hat, sich das legen möchte, muss also mit Kosten von 1000 Euro aufwärts in etwa rechnen, um dieses Angebot nutzen zu können. Den dritten, den ich rausgesucht habe, das ist der Anbieter natürlich Grünstrom. Durch diesen Anbieter bin ich auch aufmerksam geworden auf die ganze Sache. Wenn man bei natürlich Grünstrom, ich fange hier nochmal den Tarifrechner an, damit ihr mal nachvollziehen könnt, wie das funktioniert. Warum wird er jetzt nicht aufgerufen? Ich muss es leider nochmal. Ah, hier ist es. Okay, dann fängt man also an, gibt die Postleitzahl ein, der man wohnt, klickt auf Weiter. Wählt den Ort aus, in dem man wohnt, wählt den Netzbetreiber aus, über den man versorgt wird. Nicht der Stromversorger, sondern nochmal der Netzbetreiber, denn der ist hier bei der ganzen Sache eben sehr, sehr wichtig als Privatmensch. Und dann hat man die Möglichkeit, hier verschiedene Tarife auszutesten und sich die durchrechnen zu lassen. Und ganz spannend ist, dass der Autostromtarif der teuerste ist. Und ich bin das mal durchgegangen, wenn man den Infrarot-Tarif nimmt, also für die, die eigentlich gedacht wahrscheinlich für Leute, die eine Infrarotheizung verwenden, dann kommt man, ich nehme mal 2000 Kilowattstunden hier als Beispiel an, dann bekommt man hier tatsächlich ein hochinteressantes Angebot, nämlich der Arbeitspreis inklusive sämtlicher Abgabenumlagen liegt bei nicht mal 21 Cent, die Stromkosten also bei 416 für 2000 Kilowattstunden, die Grundgebühr beträgt 3,22 Euro, man kommt auf knapp 460 Euro. Im Jahr, also 39 Euro pro Monat. Das ist sicherlich ein ganz spannendes Angebot. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kreuz und quer, wenn man eigentlich ein Auto versorgen will und einen Infrarotstromtarif wählt, aber whatever. Ihr könnt ja auch mal die anderen Tarife durchrechnen, was für euch da so am besten ist. Schauen wir mal an, was heißt das eigentlich? Ich habe mal eine Beispielrechnung gemacht für 12.000 Kilometer pro Jahr. Ich habe mal angenommen, einen Verbrauch von 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist recht hoch angesetzt, aber im Durchschnitt über alle Autos, die es so gibt, also bis zum Audi oder Model X oder EQC, die kommen, die dann doch etwas höhere Verbraucher haben, muss man schon mit 17 Kilowattstunden Durchschnitt im Jahr rechnen. Ich bin mal davon ausgegangen, ihr habt vielleicht schon eine Wärmepumpe, das heißt, der Zähler ist schon vorhanden. Dann seht ihr hier mal die Preise, 600 Euro beim normalen Haushaltsstrom oder 465, wenn ihr so einen Autostromtarif nehmt. Das könnte auch noch ein bisschen günstiger sein. Es geht runter bis knapp 20 Cent. Wer deutlich unter 20 Cent ist, unter 19 Cent, habe ich festgestellt, das ist dann meistens in den Angeboten sind dann schon noch Kohle und Atomstrom enthalten. Hat man also eine jährliche Ersparnis so von rund 130 bis 150 Euro, je nach Tarif, finde ich schon ganz ordentlich. Solltet ihr noch keinen zweiten Zähler haben, müsst ihr natürlich ein bisschen rechnen, ob sich das Ganze für euch lohnt. Vielleicht habt ihr ja aber auch vor, euch eventuell noch ein zweites Elektroauto zu kaufen. Ihr habt noch einen E-Roller. Oder ihr könnt euch vielleicht mit einem Nachbarn zusammentun und errichtet das und nutzt das gemeinsam. Dann macht ihr vielleicht draußen keine Wallbox hin, sondern einen Go-E-Charger. Jeder von euch kriegt einen RFID-Chip, dann kann man hinterher auch wunderbar die Kosten auseinanderrechnen. Also sprich, je mehr Leute das nutzen, desto besser. Es lässt sich also über diesen Weg eine ganze Menge Geld sparen. Und ja, das soll es auch schon für den zweiten Teil gewesen sein. Ich hoffe, es waren für euch ein paar Informationen dabei. Im dritten Teil, den ich jetzt im Moment gerade vorbereite, geht es also um Autostromtarife und Sparmöglichkeiten, wenn ihr keinen zweiten Zähler zu Hause habt, den auch nicht bauen wollt. Und dann werde ich euch im dritten Teil erzählen, was es dort für euch für Sparmöglichkeiten gibt. Schönen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Das war's für heute. Ciao, ciao.